Guten Abend, liebe Zuschauer. Die neuesten Meldungen kommen aus den USA, Italien und Indien. Steffi Graf aus Heidelberg gewann das Tennisturnier von Boca Raton, Florida. Im Finale schlug sie die Tschechoslowakin Helena Suková 6-2, 6-3 und steht nun auf dem zweiten Platz der Weltrangliste. Die deutsche Handballnationalmannschaft bezwang beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rovereto, Südtirol, die Schweiz mit 22-17. Das Herrenteam der Bundesrepublik Deutschland unterlag bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Neu-Delhi Vize-Weltmeister Schweden mit 4-5 und verpasste damit nur knapp das Halbfinale. Ein Platz unter den ersten drei lag bei den Hallenleichtathletik-Europameisterschaften in Liévin, Frankreich, durch den Wolfsburger Erwin Skamral über 200 Meter im Bereich des Möglichen. Favorit war in dieser Disziplin der sowjetische Europameister Wladimir Krylov. Eingeblendet übrigens die 20:52 des Italieners Tilly, Hallenweltrekord, und Erwin Skamral lässt sich weit zurückfallen. Warum denn dieses? Warum denn dieses? Ist das nicht sein Rennen? Krylov weit voraus, Marie Rose auf der Bahn 6 ganz vorne mit dabei. Skamral liegt weit zurück. Ja, da habe ich einen Mann zum haushohen Favoriten gemacht, der nun doch nicht die Goldmedaille gewonnen hat. Das ist der Sieger des 200 Meter Laufs, der Franzose Marie Rose. Gefeiert von 2000, 3000 begeisterten Franzosen, und er selbst hatte wohl nicht mit dieser Leistungssteigerung gerechnet. Die Zeit 20,36 Sekunden, ein famoser Hallenweltrekord. Über 3000 Meter gewann bereits heute Vormittag Brigitte Kraus aus Köln die Bronzemedaille, dabei erzielte sie einen neuen deutschen Rekord. Am Nachmittag lief der Vierter Klaus-Peter Nabein im 1500-Meter-Wettbewerb ebenfalls auf den dritten Platz. Und über 400 Meter holte sich Gisela Kinzel aus Hamm sogar die Silbermedaille. Kampf um die besten Plätze im 3000-Meter-Finale der Männer. In Führung der Brite Mark Rowland und direkt hinter ihm der Spanier José Luis González. Und dieser Baumann, der deutsche Hallenmeister, macht sich auf, die beiden doch noch einzuholen. Noch eine Runde weniger als 200 Meter. Und da kommt natürlich der 1500-Meter-Läufer aus Spanien, José Luis González, noch einmal groß raus. Nach seinen Erfolgen über 1500 Meter, ein weiterer Erfolg über 3000. Thibaut Baumann fightet und kämpft und gewinnt die Silbermedaille. González, Gold, Silber für Baumann, der sich prächtig geschlagen hat. Und Thibaut, der Franzose, ist Dritter. Insgesamt gewann die Mannschaft des Deutschen Leichtathletikverbandes bei den Europameisterschaften 6 Medaillen. Allerdings holte sie in der Geschichte dieses Championats zum 5. Mal keinen Titel. Alexander Pusch siegte in Paris im 5. Degen-Weltcup-Turnier. Im Finale bezwang er den Kanadier Jean-Marc Jouinard mit 10-7 und übernahm mit ihm die Führung in der Weltrangliste. Durch einen 75-67 Sieg über Bayreuth erreichte Gießen nach Leverkusen und Köln als dritte Mannschaft das Halbfinale zur deutschen Basketballmeisterschaft. Der vierte Teilnehmer wird am Mittwoch zwischen Bamberg und Charlottenburg ermittelt. Bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Saison gewann das Damenteam von Leverkusen die deutsche Handballmeisterschaft. Durch einen 23-19 Erfolg über Verfolger Engelskirchen sicherte es sich den 11. Titel. Fußball, zweite Liga. Bevor Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße zum eindrucksvollen Erfolg kam, gingen die in weiß gekleideten Gäste aus Kassel noch in Führung. Rombachs Schuss in der 42. Minute entsprach nicht unbedingt dem Spielverlauf, ließ die unterlegenen Gäste aus Hessen aber hoffen. Genau eine Minute lang. Nach 11 guten Chancen konnte Pröpper Torwart Kellner das erste Mal überwinden. 1-1 kurz vor der Pause. Vor 5000 Zuschauern hatte Heidkamp kurz darauf Essen durch einen Elfmeter in Führung gebracht, bevor Abramczyk 13 Minuten vor Schluss mit diesem Sonntagsschuss die Entscheidung herbeiführte. Das 4-1 durch Heidkamp mit dem Schlusspfiff entspricht der Überlegenheit von Rot-Weiß Essen. Die Mannschaft von Trainer Horst Rubesch hat sich nun im Mittelfeld etabliert. Die übrigen Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga lauten: Salmrohr, St. Pauli 1-2, Solingen-Ulm 6-2, das Spiel Hannover-Oberhausen fiel aus. 16 Treffer in drei Spielen hatten keinen Einfluss auf die Tabellenspitze.
Hannover bleibt weiter unangefochten vorn. St. Pauli auf Platz 5 rückt dichter an Darmstadt und Aachen auf den Plätzen 2 und 3 heran. Mit einem 12:11 Sieg nach 7-Meterschießen über Frankfurt gewann in Braunschweig das Team von Leverkusen die deutsche Hallenhockeymeisterschaft der Frauen. Nach wochenlangem Warten erreichte Lutz Meder aus Köln den 1000. Sieg seiner Laufbahn, nachdem der 35-jährige dreimalige deutsche Champion heute mit Turmalin auf der Galopprennbahn in Dortmund das erste Rennen gewonnen hatte. Im Weltcup-Springen des internationalen Turniers von Sertogenbosch, Niederlande, siegte der Österreicher Thomas Frühmann auf Grandeur. Zweiter wurde sein Landsmann Hugo Simon mit Winzer. Michael Rüping aus Breitenburg und Bernhard Kamps aus Heiden kamen mit Silbersee bzw. Argonaut auf den 5. und 6. Platz. Die letzte Meldung kommt aus Indian Wells, Kalifornien. Dort steht es im Endspiel des Herren-Tennis-Grand Prix-Turniers zwischen Boris Becker und dem Schweden Stefan Edberg nach dem ersten Satz 6:4 für den zweimaligen Wimbledon-Sieger aus Leinen. Für den zweimaligen Wimbledon-Sieger aus Leimen. Im zweiten Satz steht es 5:4 für ihn, gespielt wird auf 3 Gewinnsätze. Die nächste Sportsendung, liebe Zuschauer, können Sie am nächsten Dienstag im ZDF sehen. Die Sportreportage berichtet dann von 23.15 Uhr an vom Spiel Deutschland-Schweiz im Rahmen der Handball-Olympia-Qualifikation sowie von der Play-Off-Runde zur deutschen Eishockeymeisterschaft. So viel von Sport am Sonntag. Auf Wiedersehen.